Liebe StipendiatInnen, liebe Ehemalige, liebe ZuschauerInnen, liebe Ferda Ataman, liebe Sabanur Cima, liebe Düsen Tekal, ganz herzlich willkommen zu unserem inzwischen 6. Live-Talk im Rahmen unseres Aktionsprogrammes Nie wieder, gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine plurale Gesellschaft. Im Rahmen dieser Reihe sprechen wir einmal im Monat über wichtige Aspekte von Antisemitismus und vor allem Antisemitismusbekämpfung. Recht und Antisemitismus war das Thema unserer letzten Gesprächsrunde davor, Gender und Antisemitismus. Wer diese spannenden Debatten verpasst hat, der oder die kann sich auf unserem YouTube-Kanal sich die Runden nochmal anschauen oder auch hier auf Facebook. Heute kommen wir wieder unter Lockdown-Bedingungen zusammen und möchten mit unseren Gästen heute über muslimische Communities und Antisemitismus sprechen. Und wir machen dies eine Premiere in Doppelmoderation. Ich freue mich sehr, dass Hakan Tosuna auch hier ist. Hakan Tosuna ist Geschäftsführer des muslimischen Avicenna-Studienwerks und wird diese Stunde gemeinsam mit mir moderieren. Über unsere vielen gemeinsamen Unternehmungen können wir vielleicht ein andermal sprechen. Aber ich freue mich sehr, Hakan, dass du heute dabei bist und wir jetzt gemeinsam dann gleich loslegen können. Bevor wir Ihnen gleich unsere Gäste vorstellen, noch einige kurze Worte zum Framing vorweg. Und zwar 10-20% der Bevölkerung in Deutschland vertreten nach jüngsten Erhebungen von Andreas Zick und Beate Küpper offen antisemitische Einstellungen. Die Daten nehmen wir übrigens, und wir freuen uns natürlich auch immer wieder Werbung machen zu können, aus dem jetzt jüngst erschienenen Band Du Jude, Antisemitismusstudien und ihre pädagogischen Konsequenzen, herausgegeben vom Zentralrat der Juden in Deutschland und maßgeblich auf den Weg gebracht durch unser Beiratsmitglied Doron Kiesel. Also nochmal, 10-20% der Bevölkerung in Deutschland vertreten nach jüngsten Erhebungen offen antisemitische Einstellungen. Und diese 10-20% sind in allen Schichten und in fast allen Bevölkerungsgruppen anzutreffen, also auch unter MuslimInnen. Anders aber als häufig wahrgenommen, spielt die Religionszugehörigkeit nach Stefanie Schüler-Springorum, ebenfalls aus diesem Band, für das Ausmaß antisemitischer Einstellungen nur eine geringe Rolle. Anders als zum Beispiel ein nationalistischer Wertekanon, Werte in diesem Fall mit großen Anführungszeichen, eine autoritäre Orientierung oder auch ein geringer Bildungsstand. Über Letzteres sprechen wir immer wieder, auch im Rahmen dieser Reihe. Im öffentlichen Diskurs über Antisemitismus aber wird der Blick oft auf MuslimInnen fokussiert, die innerhalb dieses Diskurses als einheitliche Gruppe gedacht werden. Diese Verschiebung des Antisemitismusvorwurfs auf MuslimInnen wird oft als Entlastung oder auch als Abwehr instrumentalisiert, zum Beispiel von Seiten der AfD, die auch wieder mit sehr großen Anführungszeichen, die Muslime zum Feind, wieder mit Anführungszeichen, der Juden erklärt und dabei die wichtigsten AkteurInnen antisemitischer Gewalt, nämlich rechte AkteurInnen, großzügig verschweigt. Ja, guten Abend auch meinerseits. Ich möchte auch noch eingangs ein paar Worte verlieren. Das jüdische Ernst-Ludwig-Studien-Ehrlich-Studienwerk und das muslimische Avicenna-Studienwerk arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren eng miteinander zusammen. Unsere Stipendiatinnen teilen eine Reihe von Erfahrungen, positive wie negative. Und wir setzen uns gemeinsam mit unseren Stipendiatinnen für Sichtbarkeit, Repräsentanz und Teilhabe ein. Aus dieser Zusammenarbeit ist zum Beispiel der jüdisch-muslimische Think Tank Karov Karib entstanden. Hier treffen sich junge Jüdinnen und Musliminnen zum Austausch, Debatte und Zusammenarbeit. Im Fokus stehen das gemeinsame Empowerment, das Formulieren eigener Forderungen, das Mitgestalten von Gesellschaft
und das gemeinschaftliche Eintreten gegen Hass auf Musliminnen und Jüdinnen. Unsere Zusammenarbeit lebt vom offenen Austausch, der kritischen Auseinandersetzung. Deshalb sparen wir in unserem Dialog auch nicht das aus, was wehtut. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf unser neues Buch hinweisen, das Anfang Dezember im Herder Verlag erschienen ist. Ich halte es mal hier rein. Jo, hast du es auch vorliegen? Klar, ich halte es auch mal rein. Moment. Damit es nicht übersehen wird, genau. Ja, dieses Buch ist ganz frisch erschienen und auf dem Markt erhältlich. Es heißt Und endlich konnten wir reden. Eine Handreichung zu jüdisch-muslimischen Dialog in der Praxis. Das ist ein Ergebnis des intensiven jüdisch-muslimischen Gesprächs im Rahmen von Karuf Karib. Wir suchen also die Konfliktstellen und bearbeiten diese gemeinsam. Das wollen wir auch heute Abend tun. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie verbreitet Antisemitismus in den muslimischen Communities ist und inwiefern Antisemitismus als Problem von Musliminnen konstruiert wird. Bei unserer Arbeit zum Beispiel bei Karuf Karib oder auch beim Programm Dialogperspektiven, Religionen und Weltanschauungen im Gespräch setzen wir auf den Austausch von Individuen, auf das Gespräch mit Menschen, die starke Position vertreten, die für sich sprechen und ihre Erfahrungen in die Debatte einbringen. Aber heute Abend sprechen wir mit Sabanush Shema. Sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Sie leitet Seminare und hält Vorträge unter anderem zu den Themen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus, Islamfeindlichkeit und Religionspluralität. 2019 veröffentlichte sie gemeinsam mit Meron Mendel und Eva Behrensen den Band Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Sabanush Shema ist gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank Kooperationspartnerin des ELIS-Aktionsprogramms Nie wieder und wurde in diesem Jahr von Bundesinnenminister Seehofer in den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit berufen. Herzlich willkommen. Weiter haben wir auch mit dabei Ferda Ataman. Sie publizierte 2019 die Streitschrift Hört auf zu fragen, ich bin von hier und initiierte mit dem Hashtag von hier eine Debatte über Zugehörigkeit. Die Publizistin ist Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen und Sprecherin von Neue Deutsche Organisationen, einem Zusammenschluss von rund 100 Initiativen von BPOCs, die sich gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft einsetzen. Von 2018 bis 2020 war Ferda Ataman Kolumnistin bei Spiegel Online. Seit 2020 ist sie Teil der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch herzlich willkommen an dich, Ferda. Und unser dritter Gast ist Düsen Tekal. Düsen ist Fernsehjournalistin und Filmemacherin. Sie wurde unter anderem als Frau Europas 2018 ausgezeichnet und mit dem AJC Raymer-Preis für ihren Einsatz zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten geehrt. 2015 gründete Düsen Tekal die Menschenrechtsorganisation Hava.help. 2020 erschien im Berlin Verlag Hashtag German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. Düsen Tekal ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das heißt, liebe Saba, liebe Ferda, liebe Düsen, vielen Dank euch dreien, dass ihr euch heute Zeit nehmt, heute mit dabei seid. Wie immer haben wir unsere Gäste gebeten, ein Statement vorzubereiten und im Anschluss möchten wir mit euch, aber natürlich auch mit unseren StipendiatInnen und ZuschauerInnen ins Gespräch kommen. Die ZuschauerInnen haben die Möglichkeit, über Facebook Fragen zu stellen, die wir dann versuchen, ins Gespräch einzuflechten. Ich bitte aber jetzt erst einmal dich, Saba, um dein Statement zu beginnen. Gerne, ja. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Jo, lieber Hakan, für diese schöne Einführung. Freue mich, dabei zu sein und lege auch schon gleich los, damit wir einsteigen können. Du hast ja auch schon eine Einleitung gemacht, Jo, und ein paar Daten schon erwähnt.
In meinem kurzen Statement, und wir können ja danach dann darüber diskutieren, gehe ich auf drei Fragen aufreißen, gleich zu Beginn, die ganz wichtig sind, wenn es um diese Fragen geht. Antisemitismus, muslimische Communities. Für mich steckt damit auch immer das Thema antimuslimischer Rassismus irgendwie mit dazu, hat was damit zu tun. Das wissen vielleicht auch die Leute, die wissen, was ich so darüber schreibe, je nachdem. Das kann man ja später nochmal erwähnen. Der erste Punkt, die erste Frage ist, wie ist eigentlich der Diskurs? Wir gucken also, in welchem Rahmen diskutieren wir eigentlich über diese Frage Antisemitismus unter Musliminnen und Muslimen? Und da stelle ich die These auf, wir haben es mit einem sehr polarisierten Diskurs zu tun. Ich nenne mal die zwei Pole. Zum einen, Antisemitismus ist nur ein muslimisches Problem versus es ist rassistisch, wenn man darüber spricht, dass Muslime antisemitisch sind. So, das sind beides Entlastungsstrategien. Das hast du auch schon, Jo, vorhin erwähnt. Einmal entlastet sich die Mehrheitsgesellschaft, um zu sagen, so, der Antisemitismus liegt nur bei denen. Und es ist auch eine Entlastungsstrategie zu sagen, puh, wir haben nichts damit zu tun. Oh, die oder die Muslime haben nichts damit zu tun. Das ist eigentlich woanders das Problem. Ne? Ich befinde mich immer gerne dazwischen. Das ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Zu sagen, klar ist die rassistische Zuschreibung ein Problem, zu sagen, also diese Korrelation muslimisch heißt gleich Antisemitismus oder antisemitisch sein ist ein Problem. Und gleichzeitig ist aber auch Antisemitismus innerhalb muslimischer Community ein reales Problem. Für mich steht auf jeden Fall auch die Frage hier dann nochmal, also die dazugehört zum Diskurs, wen meinen wir eigentlich, wenn wir über Muslime reden? Das ist ganz schwierig. Also es ist ein rassifizierter Blick auf Muslimsein. Wenn ich Berichte lese über Demonstrationen und dort haben Muslime dies und das skandiert, also wer hat eigentlich gefragt, dass das Muslime sind? Wir müssen deshalb deutlich sagen, wir reden hier nicht von religiösen Muslimen, sondern von Menschen, die als Muslime wahrgenommen werden. Oder anders gesagt, der rassifizierte Blick auf Muslimsein. Sozusagen, das ist erstmal der Diskurs mit diesen zwei polarisierten Fronten. Der zweite Aspekt ist, wie benennen wir das Problem? Ich habe auch bei euch in dem Text sozusagen, worum es heute geht, stand auch schon muslimischer Antisemitismus drin. Finde ich jetzt erstmal gar nicht schlimm. Ich will gar nicht sagen, ich beharre drauf. Aber man muss sagen, es ist auch eine Diskussion in der Forschung. Wie nennt man das denn eigentlich? Ist es muslimischer Antisemitismus? Ist es islamischer Antisemitismus? Ist es islamistischer Antisemitismus oder islamisierter Antisemitismus? Und alle haben irgendwie ihre Berechtigung und eine Kritik. Islamistischer Antisemitismus ist etwas, was ich oft benutze, klingt aber dann nur so, das ist ein Problem von den islamistischen Extremisten, ist aber nicht so. Ne? Also die Frage ist, wie können wir es gut benennen? Ich tue es mir schwer mit muslimischem Antisemitismus, weil da drin sehr stark diese Korrelation mit drinsteckt. Wenn man Muslim ist, hat das irgendwas mit, kann es schon direkt was mit Antisemitismus zu tun haben. So. Und da finde ich auch kein Pendant zu einer anderen Religionsgruppe. Deshalb würde ich da sagen, das finde ich schwierig. Für mich, Achtung, jetzt mache ich es ganz kompliziert, am besten trifft es, dass wenn man es beschreibt als, es geht eigentlich um antisemitische Narrative im muslimisch-migrantischen Milieu. So, das ist sehr sperrig, ich weiß. Kann mir vorstellen, da kann ja Ferda noch was dazu sagen, darüber dann zu schreiben, ist bestimmt alles andere als bequem. Aber das ist eigentlich der Punkt und darum geht es mir auch. Wenn ich in meiner Bildungsarbeit mit muslimischen Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, ganz wichtig, ich arbeite nicht nur mit Jugendlichen, wenn ich da zu Antisemitismus arbeite, dann geht es mir um die Narrative, um die Erzählungen. Und das ist praktisch der dritte Punkt nach dem Thema Benennung. Also wie nenne ich das? Was sind eigentlich die Narrative? Und was spielt da alles für eine Rolle? Da haben wir so Themen wie der Nahostkonflikt zum Beispiel, ein globales Narrativ, ne, was dort passiert mit den in Anführungsstrichen Schwestern und Brüdern. Ne, da findet sozusagen so eine Solidarisierung statt auf einer Ebene, die nochmal eine andere ist. Also mit wem tut man sich da zusammen? Es gibt religiös begründete Erklärungen auch dafür. Wenn wir uns islamistische Gruppen global anschauen, sei es die Hamas oder die Hezbollah und so weiter und so fort, die das religiös begründen. Und auch das ist, es gehört erstmal dazu, wenn man sich das Problem genauer anschaut. Heißt nicht, dass diese, wenn islamistische Ideologien bestimmten Antisemitismus verbreiten, dass das irgendwie, dass es nur bei Menschen ankommt, die selbst Extremisten sind. Achtung, ich benutze all diese schwierigen Begriffe, aber man muss, also genau darüber muss man reden. Welche Wirkung hat das? Ne? Welche Wirkung haben diese Narrative? Und abschließend nur, wenn es um Narrative geht, finde ich es auch nochmal ganz interessant, das wollte ich eigentlich später nochmal machen, aber dieses Thema Muslime sind die neuen Juden in Anführungsstrichen. Hier kommt, also
Opferkonkurrenz ist das eine, was man hier erwähnen kann, zu sagen, Musliminnen und Muslime sind sie auch real. Also Opfer von Diskriminierung steht außer Frage. Aber in diesem Vergleich steckt oft die Kritik einer Doppelmoral mit drin. Wenn es um Juden geht, dann schreien alle. Wenn es um Muslime geht, dann nicht. Und da steckt sozusagen auch ein antisemitisches Narrativ mit drin, dass den Juden eine bestimmte Macht zuschreibt. Also wenn etwas passiert und es geht um sie, dann reagiert man mehr, weil es sind ja die Juden. Ne? Alles in Anführungsstrichen, alles sehr plakativ und kurz formuliert, aber so stelle ich mir ein Statement vor. Deshalb, Diskurs ist problematisch, wie nennen wir das überhaupt und was sind die Narrative? Ja, wunderbar. Du hast da ja gleich sehr viele Baustellen uns aufgerissen. Und wir sind aber jetzt erstmal gespannt auf dein Statement, Ferda, und hoffen, dass die Baustellen sich noch vergrößern. Ich könnte jetzt wahrscheinlich erstmal 20 Minuten auf das reagieren, was Sava nur gesagt hat, aber ich mache mal mein Statement und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Also ich würde gerne über die medialen Debatten reden und darüber, wie ich den Eindruck habe, wie das wahrgenommen wird. Ich habe den Eindruck, dass Antisemitismus uns deutlich mehr interessiert, wenn er von Muslimen und Eingewanderten herrührt, beziehungsweise andere Reaktionen hervorruft. Vielleicht muss man das so sagen. 2018 war ein gutes Beispiel dafür. Wir haben eine wochenlange, ich weiß nicht, ob Sie sich alle noch daran erinnern können, wir haben eine wochenlange bundesweite Debatte über Antisemitismus geführt, weil im März 2018 rauskam, dass muslimische Schüler in Berlin eine jüdische Mitschülerin gemobbt haben. Im April erschien dann ein Handyvideo, das einen Geflüchteten zeigt, der auf einer Straße seinen Gürtel zieht und auf einen Mann mit Kippa einschlägt, der selber gar nicht jüdisch war. Aber das spielt ja auch keine Rolle, denn er wollte mit Kippa durch Berlin gehen und hat im Grunde das Exempel oder das Beispiel eben gezeigt, wie gefährlich das sein kann. Viele PolitikerInnen aus ganz Deutschland haben sich danach sehr schockiert gezeigt über den Antisemitismus unter Muslimen und Konsequenzen gefordert. In mehreren Städten gab es Demonstrationen gegen Antisemitismus. In Berlin hieß es, Berlin trägt Kippa. Ich glaube, in anderen Städten auch. Vielleicht können Sie sich daran oder könnt ihr euch daran erinnern. Das ist gut so. Das war total wichtig. Aber als ein paar Monate später im August 2018 einer der heftigsten antisemitischen Angriffe der letzten Jahre sich ereignet hat, hat das kaum jemand umgetrieben und kaum jemand hat es mitbekommen. In Chemnitz attackierten fast ein Dutzend Neonazis ein jüdisches Restaurant und verletzten den Eigentümer. Da hat nur immerhin der sächsische Ministerpräsident die Tat verurteilt und ein paar lokale Medien und ich glaube die Weltzeitung, die sich dem Thema sehr verpflichtet hat, hat darüber berichtet. Es war aber kein großes mediales Ereignis. Zum Vergleich. Mobbing an einer Schule und ein 19-jähriger Syrer mit einem Gürtel führen zu einer nationalen bundesweiten Debatte über Antisemitismus. Dieser Anschlag, der konkrete von Neonazis, nicht. Eine Debatte über Antisemitismus unter Christen oder unter Deutschen oder sowas gibt es nicht und hat es auch da natürlich nicht gegeben. Nicht, dass das sein müsste. Angemessen wäre meines Erachtens, dass wir jedes Mal das Thema gleich behandeln. Und da, glaube ich, gehe ich ein bisschen, oder wäre es eine andere These als aber nur Schemas These. Ich finde, wir sollten Antisemitismus immer als Antisemitismus betrachten und nicht als Antisemitismus aus der einen Gruppe und Antisemitismus aus der anderen Gruppe. Denn wenn ich das richtig sehe, aber das können wir gleich diskutieren, unterscheiden wir bei deutschem Antisemitismus, also nicht muslimischem Antisemitismus, nicht nach, ist das religiös begründet, ist das politisch begründet, ist das historisch begründet, sondern wir sagen einfach, hier erkennen wir antisemitische Narrative oder antisemitische Straftaten oder Handlungen. So, warum ist es bei dem einen gucken wir sehr genau hin und bei dem anderen ist es Antisemitismus. Und meine Frage oder also die These, die ich gerne diskutieren würde, wäre, was würde uns verloren gehen, wenn wir es immer gleich behandeln würden und immer als selbstverständlich großes problematisches Phänomen. Eine Studie, also jetzt wurden ja schon viel, Jo Frank, du hattest ja quasi schon im Einstieg eigentlich alles Wichtige gesagt, finde ich. Ich würde noch ergänzen, dass eine Studie im Auftrag des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus von 2017 besagt, dass fast 80% der Jüdinnen und Juden in Deutschland das Gefühl haben, Antisemitismus hätte in den letzten Jahren zugenommen. So.
Wenn Sie den Eindruck haben, das war ein großes Thema, dann ist ja die Frage, warum und inwiefern hat das mit 2015 zu tun und mit den mehr ankommenden Geflüchteten? Und das wurde medial sehr stark verknüpft, in Kombination manchmal auch mit dem Wort importierter Antisemitismus, den ich äußerst problematisch finde, in einem Land wie Deutschland von importiertem Antisemitismus zu sprechen, ist ziemlich mutig. Aber wir wissen wahrscheinlich alle, was damit gemeint ist. Interessant ist natürlich, dass jetzt nochmal ein paar Jahre später mit den Querdenken-Demonstrationen und dem, was wir auf der Straße gesehen haben, sich der Blick nochmal ein Stück weit verschoben hat. Aber ich habe den Eindruck, bei der ersten israelischen Fahne, die wiederum auf einer migrantisch gelesenen Demonstration verbrannt wird, könnte dieser Diskurs wieder in die andere Richtung kippen. Also wir haben einen sehr emotionalen, spontanen und eindrucksgeleiteten Umgang mit dem Thema Antisemitismus. Was die Kriminalstatistik sagt, ich sage es hier nur, aber ich denke, das ist den meisten bekannt, da hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht viel verändert, auch 2019 nicht. Wobei das natürlich immer, also unter, wie sagt man, das muss man natürlich immer mit Vorsicht lesen, weil die Kriminalstatistik nur die Zahlen hergibt, die nicht die Dunkelzahlen erfassen und nur die Straftaten, die zur Anzeige gebracht wurden oder irgendwie in Ermittlungskreisen gelandet sind. Aber da ist es so, dass immer noch 93% der Straftaten in das rechte Spektrum fallen, nur rund 3% in die Kategorie ausländische Ideologie und religiöse Ideologie. Mir wäre noch eine Sache wichtig, wenn wir über dieses Thema reden, dass wir nicht nur darauf gucken, welche Gruppen gibt es, welche Probleme gibt es, sondern auch benennen, dass es innerhalb der muslimischen Communities, wobei ich da sehr bei Savano Schema bin, wer oder was ist muslimisch, ganz großes Thema, aber innerhalb dieser muslimisch gelesenen Communities gibt es ja sehr viel Solidaritäts- und Community-übergreifende Aktivitäten und die sichtbar zu machen und da nochmal hinzuweisen, die gibt es, wie zum Beispiel auch heute, genau diese Zusammenarbeit des jüdischen und muslimischen Studienwerkes, aber auch Grassroots-Projekte, die nicht so viel Sichtbarkeit haben, denen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, fände ich total wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr in dem Zusammenhang das Buch Fremdgemacht und Reorientiert kennt. Ich wollte es eigentlich hochhalten, aber ich finde es nicht irgendwie in diesen Bücherbergen, möchte ich jetzt sagen. Aber leider konnte ich es nicht finden. Jüdisch-muslimische Verflechtung kann ich sehr empfehlen. Oder auch sich anzugucken, was das Münchner Forum für Islam gemacht hat mit dem Ausarten Kunstfestival, das zuletzt auch mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Also auf diese Entwicklungen auch hinzuweisen und zu zeigen, dass es auch aus den Communities heraus und insbesondere eben auch aus den muslimisch gelesenen Communities heraus viel Aktivitäten gibt, halte ich für wichtig. Und wahrscheinlich müssen wir noch viel über Bildung reden, aber da bin ich erstens keine Fachfrau für und zweitens könnte das den Rahmen heute sprengen. Aber ich habe ein Problem damit, dass wir Antisemitismus in Schulen, soweit ich das überblicke, immer noch sehr historisch betrachten und viel zu wenig aus dem heutigen Heute und Jetzt. Und das könnte genau helfen, auch die migrantischen Nachkommen oder eben diesen Antisemitismus, der sozusagen von zu Hause kommt und teilweise auch in migrantischen Familien eben, wobei das, ja. Ja, jetzt verrenne ich mich am Ende. Aber genau, also ich kenne das natürlich auch. Ne? Übrigens, was ich sehr interessant finde mit wer ist muslimisch oder nicht, wenn ich in die Türkei gucke und zu meiner Familie, dann ist das so, dass der kemalistische Teil der Familie nicht weniger antisemitische Dinge von sich gibt oder nicht nur der Familie, sondern der ganzen Türkei, als der AKP-nah oder traditionell muslimischere Teil. Das heißt, das ist gar nicht so sehr unbedingt ein religiöses Phänomen, sondern eben in manchen Regionen so eine Art Allgemeinwissens anderes Problem, wie auch immer. Mit diesen verwirrenden Worten schließe ich mein Statement. Alles klar, vielen Dank, Felda. Und ich würde dann das Wort Dizian Tekkal übergeben wollen und bitte dich dann um ein Statement. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung und ich muss sagen, die beiden Eingangsstatements, die waren schon so kompakt und so reichhaltig inhaltlich, dass eigentlich auch klar wird, woran es oft mangelt, nämlich wer über das Thema muslimische Community und Antisemitismus spricht. Es ist nämlich ganz entscheidend, wer die Narrative bildet und wer das Mikro in der Hand hat. Und daraus werden natürlich auch Geschichten gestrickt und
manche entsprechen der Wahrheit und manche nicht. Und ich finde auch, dass muslimische Communities und Antisemitismus, jetzt mal so als Überschrift, sehr verkürzt ist natürlich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt im Moment an Antisemitismus denke, dann denke ich vor allem auch an die Corona-Leugner, wo ich eigentlich kaum Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehe. Und das ist auch etwas, was ich mit Ferdas Einschätzung teile, dass das dann so mitgenommen wird, dass antisemitische Äußerungen getroffen werden, dass Holocaust-Leugner unterwegs sind, stramme, dass der Jude als Feindbild herhalten muss und dass es natürlich immer auf den Absender ankommt. Also auch diese Empörungswellen, die dadurch ausgelöst werden. Und deswegen glaube ich auch, also da konnte ich was mit anfangen, was Fabra gesagt hat am Anfang, nämlich, dass man vielleicht über einen islamistischen Antisemitismus eher reden müsste, statt über einen muslimischen. Denn der Islam ist kein monolithischer Block. Und ich sage mal, auch in diesem Wording und der Art und Weise, wie man sich damit auseinandersetzt, werden ja auch Feindbilder kreiert. Und es ist natürlich alles aber nicht homogen. Und ich glaube trotzdem, so die Beobachtung, die ich gemacht habe, auch mit der Bildungsinitiative und der Jugendarbeit, die wir machen in den letzten Jahren, ist, dass es eine Antisemitismus-Klammer gibt zwischen Rassisten, Rechtsextremen und Islamisten. Und beide sozusagen sind sexistisch, antisemitisch. Und ich bezeichne das ja als die bösen Zwillinge. Und ich finde aber auch, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht zu so einem Entlastungsnarrativ kommt in einem Land, was für das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist, uns damit eingeschlossen. Das ist also nicht der erhobene Zeigefinger, den ich jetzt damit irgendwie leisten will, nach dem Motto, ihr seid schuld und ihr bleibt schuldig, sondern wie geht Erinnerungs- und Gedächtniskultur? Und ich glaube, die geht nicht, wenn wir dann sozusagen sagen, ja, die anderen sind aber auch antisemitisch oder die sind aber auch schuld an dem oder dem. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir immer noch nicht wissen, selbst wir als in Anführungsstrichen Experten, wie wir das benennen, also auch die nachfolgenden Generationen, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die ja schon längst Deutsche sind, zeigt ja, dass wir ganz, ganz viele Herausforderungen haben, die wir bewältigen müssen und dass das grundsätzliche Narrativ der deutschen Erzählung und dass wir alle dazugehören, dass das fehlt. Und dass dann natürlich automatisch immer unterschieden wird, je nachdem, wo die Täter dann herkommen. Und ich merke zum Beispiel bei den Jugendlichen, wir machen viele Wertedialoge bundesweit in Deutschland, dass insbesondere auch muslimisch-arabischstämmige Jugendliche oft auch überfordert sind. Also auch mit dem, was von ihnen gedacht wird, wenn sie darüber lesen, aber auch das, was teilweise vermittelt wird. Und ich glaube, das gilt aber nicht nur für Muslime, sondern auch für jesidische Kinder beobachte ich das, dass sozusagen zu Hause andere Wertesysteme kollektivistischer Natur und auch andere Regeln definiert werden, als das, wie sie es draußen erleben. Und das ist eigentlich so die ewige Herausforderung auch in diesem Kampf zwischen Individualismus, Selbstbestimmung, Freiheit, aber letztlich eben auch, wie bin ich sozialisiert und aufgewachsen. Und ich glaube, wir müssen da einfach unterscheiden. Und ich denke auch, dass jedweder Antisemitismus gleich behandelt werden muss. Aber ich sehe, dass er das nicht wird. Und ich glaube, das löst dann auch unterschiedliche Gefühle aus. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir da machen können, ist, dass wir einen Antisemitismus, je nachdem von welcher Seite er kommt, dann tabuisieren, weil uns die Täter nicht passen oder weil wir Angst haben, dann wiederum vor Ressentiments, die von Seiten der Täter ausgehen. Und da glaube ich, wenn es uns gelingen würde, perspektivisch, das ist natürlich noch ein langer Weg, das sozusagen adäquat und gleich zu behandeln, denn das muss das Ziel sein. Es gibt keinen besseren oder schlechteren Antisemiten oder Antisemitismus. Dann wären wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Und ich glaube, auch dieser, ja, ob wir jetzt sagen, arabischer Antisemitismus, religiös begründeter Antisemitismus, das ist trotzdem, sage ich mal, nicht die Mehrheit. Und auch das gilt es ja auch zu besprechen und darauf hinzuweisen, dass es da große Unterschiede gibt. Und insbesondere, wenn man auch im Irak an die Gründung der Baath-Partei denkt, die waren auch getrieben von dem völkischen Denken der NSDAP. Das hat man sich mit zurate gezogen. Und dann entstehen Schulbücher, die natürlich gefährlich sind. Und dann haben wir natürlich auch die Situation, und darüber müssen wir, glaube ich, auch offen reden, dass es natürlich auch Prediger gibt, die im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrheit, die sozusagen die Religionsfreiheit und fromme religiöse Predigten vermittelt, die sinnstiftend und spirituell sind, haben wir auch den Teil, wo leider das Gegenteil passiert ist. Wie hoch das prozentual ist, weiß ich nicht. Aber trotzdem müssen wir das besprechbar machen und überlegen, wie wir das
verhindern können. Und alles, was religiös begründet wird oder kulturell, das kenne ich auch aus meinem eigenen Kulturkreis, das ist immer ein Damoklesschwert. Also gerade auch für junge Menschen, sich dem zu entziehen und das, was Mama und Papa mir beigebracht haben, das, was ich gelernt habe, das, womit ich aufgewachsen bin, das ist ganz schwer zu hinterfragen. Und ich glaube, dass es in unserem gemeinsamen Sinne sein muss, wie wir es schaffen, sozusagen auch mündige, selbstkritische Bürger, die natürlich auch religiös sein sollen und dürfen, als ein identitätsstiftendes Merkmal, aber nicht als der, der sie unterscheidet vom anderen. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Herausforderung in einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr pluralisiert, ethnisch, kulturell, religiös. Und nochmal, wer sind die Fürsprecher und wer sind diejenigen, die darüber sprechen? Und in den letzten Jahren ist ja deutlich geworden, dass ganz viele über diese Jugendlichen sprechen, aber dass die Jugendlichen selber eigentlich kaum zu Wort kommen. Und dann entsteht natürlich diese Kluft. Und bei uns, wir haben zum Beispiel einen Wertebotschafter, der selber auch an einer arabischen Schule war, und der dann auch ganz offen darüber geredet hat, dass er früher Vorurteile hatte, aber dass er an der Schule, wo er war, ihm beigebracht worden ist, dass das Märchen sind. Und dass er, als er die Begegnung dann hatte, auch mit vielen Juden, dass sich dann seine Vorurteile einfach gelegt haben und er jetzt genau darüber redet. Also ich glaube, diese Macht der Begegnung, die positive Macht der Begegnung, nicht die negative, die dürfen wir natürlich nicht unterschätzen. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht in diese Opferkonkurrenz gehen. Deswegen glaube ich, dass dieses Binnenverhältnis zwischen Antisemitismus und Rassismus auch geklärt werden muss und auch ganz wichtig ist. Und ich bin ganz dankbar, dass es da auch solche Veranstaltungen gibt wie die eure oder die der Amadeo-Stiftung, wo wir die Möglichkeit haben, auch über Erfahrungswerte zu sprechen, um uns dann aber eben gleichzeitig Gedanken darüber zu machen, wie kann es denn weitergehen? Und ich sag mal, der Nahostkonflikt, der überfordert ja auch viele Lehrer. Und warum nicht auch darüber nachdenken, und das ist ja keine neue Debatte, sowas auch in Lehrbüchern sozusagen zum Gegenstand zu machen, mit aufzunehmen, aber dass eben zur Bekämpfung von Antisemitismus eben auch gehört, dass wenn jüdische Schüler unterdrückt werden, weil sie Juden sind und wenn das überwiegend arabisch, kurdisch, türkische Mitschüler sind, dass wir dem auch mit aller Vehemenz entgegentreten müssen, ohne das zu relativieren. Das ist so ein bisschen das, was ich dazu beitragen wollte. Okay, super. Also es ist ein sehr weites Feld. Es gibt viele Sachen, die wir auf jeden Fall, auf die wir noch im Gespräch dann eingehen möchten. In den Kommentaren passiert auch schon einiges, nur über diese Begegnung. Begegnung würde ich gerne als sozusagen Form von Kooperation eher drüber nachdenken, weil man schnell in so einen Begegnungskitsch sonst reingerät und eben auch übersieht, wie problematisch diese Begegnungen manchmal sein können, sondern aber eben im Streit auch viel voneinander lernen kann. Und in diesem Streit kann ich ja gleich dann fragen, habt ihr denn erstmal Fragen aneinander, bevor wir weitergehen in die Fragen aus den von den ZuschauerInnen? Fragen oder erstmal sowas wie was sagen? Vielleicht so. Vielleicht was sagen mit einem Fragezeichen. Ja, genau. Also genau, vielleicht so. Also ich fand es total spannend. Vielen Dank euch beiden erstmal so. Und ich sehe, ich habe schon mal die Schwierigkeit mit zu sagen, also ich habe jetzt gehofft, wir sind einen Schritt weiter zu sagen, Antisemitismus ist ein Problem, das wissen wir alle auf jeden Fall. Es ist milieuübergreifend, berufsgruppenübergreifend, altersübergreifend, geschlechterübergreifend, ja. Und ich wünsche mir schon eine Auseinandersetzung darüber, was sind, aber worum geht's? Wir können, also worum geht es, wenn wir über antisemitische Narrative sprechen, die in einer sehr ominösen muslimischen Community, wir haben ja jetzt alle drei da einen Konsens zu sagen, es ist schwierig zu sagen, wer ist eigentlich die muslimische Community? Ich meine, sie existiert ja schon, wenn sie angegriffen wird. Es gibt sowas wie wir Muslime sind Opfer von. Ne? Und da zähle ich, deshalb spreche ich lieber von einem Milieu. Ich spreche auch von Musliminnen und Muslimen, die überhaupt gar nicht religiös sind, sondern wie gesagt Kulturmuslime, säkulare Muslime und so weiter. Oder Menschen, die sich überhaupt gar nicht mit Muslimsein verbinden, aber trotzdem auch als solche gesehen werden. Aber in diesem Milieu auch unterwegs sind, ne? Also und gar keine Migrationsgeschichte haben vielleicht. Also um das auch mal zu greifen, um was geht's? Also selbstverständlich gibt es dort Narrative, die zum Teil anders sind, als sie in anderen Milieus sind. Und ich kann aus meiner Bildungsarbeit sehr konkret sagen, ich habe
Mehr ist schwierig, aber ich habe genug Fälle. Ich habe genug Fälle, wo es darum geht, dass die Jugendliche mit muslimischem Hintergrund und ich sage auch immer wieder Erwachsene, ich arbeite auch mit Betrieben und Unternehmen, mit einem muslimischen Hintergrund Antisemitismus äußern, und zwar sehr klar und deutlich. Und der Unterschied ist jetzt sehr salopp gesagt, das ist kein Forschungsergebnis, dass sie es offener tun zum Teil als andere. Mit der These, weil sie... sich weniger schwer tun, weil sie nicht, Stichwort Vergangenheit, ne, oder die Shoah sozusagen, verorten sie anders oder haben einen anderen Bezug dazu als Menschen, die einen anderen biografischen Bezug haben zum Holocaust, vielleicht so rum gesagt. Und dann kommt, also wir haben von Studien geredet, die Studie von Julia Bernstein und Andreas Zick von 2017, denke ich, auch für den Expertenkreis Antisemitismus damals gemacht, die sagt aus, knapp 80% der Personen, beziehungsweise 80% haben angesagt, nee, andersrum, oh Gott, muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber es war die erste repräsentative Studie mit Juden und Jüdinnen, die gesagt haben, die Angreiferinnen und Angreifer, verbal oder physisch, ich habe Antisemitismus erlebt, 80% waren es Muslime, so rum. Und das ist doch auch erstmal einfach also eine Tatsache, mit der ich arbeiten muss. Und genau da, mir geht es darum zu gucken, okay, die betroffene Perspektive ist ganz konkret und klar. Und ich möchte genau das herausfinden, ich will dazu arbeiten. Es gibt auch andere Studien, die von der Bertelsmann Stiftung, die über soziale Distanz beispielsweise informieren. Und wo interessanterweise es von Herkunftsland zu Herkunftsland variiert, das hattest du vorhin, Jo, gesagt, du hast gesagt, nationale Zugehörigkeit spielt nochmal eine Rolle. Also wo kommen Eltern und Großeltern ursprünglich her? Welche Narrative, nationale Narrative werden weitergegeben? Und das variiert von Iran, Irak und Pakistan bis zu Marokko und so weiter. Also sozusagen, es gibt da etwas, was total interessant ist, noch mehr herauszufinden, um dann zu überlegen, was heißt das in der Bildungsarbeit, das heißt es dann vielleicht auch für Medienschaffende und über die Kommunikation darüber, wie wir darüber arbeiten, um nicht dann bei dem Problem jetzt zu sein, wir haben eine verzerrte Schieflage auf das Problem oder wir blicken nur auf Muslime als Problem, sondern ja, das ist das eine Problem, aber das andere ist doch, wir haben es doch auch mit einem Problem zu tun, oder? Deshalb ist doch eine Frage formuliert. Ja, sehr gut. Allerdings die Frage etwas länger formuliert, als ich dachte. Deshalb würde ich sozusagen diese Rückfragen vielleicht euch beide, Düsen und Pferder, bitten, in die Antworten gleich mit einfließen zu lassen. Ich möchte nämlich schon die Kommentare auf Facebook vor allem mitverwenden. Paula Wieler-Braslawski, die wir auch aus diesem Kontext kennen, sagt, aber es ist doch beides gleichzeitig richtig und gehört unbedingt zusammen adressiert. Jeder Antisemitismus ist antisemitisch pauschal und zugleich ist jeder Antisemitismus kontextspezifisch. Auch das ist kein Entweder-Oder, weder konzeptuell, theoretisch noch politisch und praktisch. In dieser Hinsicht gibt es durchaus Formen spezifisch migrantisch-muslimischen Antisemitismus in Deutschland, Formen von in Anführungszeichen urdeutschen, etwa protestantisch grundierten oder völkischen Antisemitismus und so fort. Da ein paar Stichworte euch nochmal gleich zugeworfen für das nächste Aufgreifen der Fragen. Und in unterschiedlichen Schattierungen ist die Frage, die Miriam im Chat stellt, das Problem ist israelbezogener Antisemitismus. Wie sehen dieses Problem die Referenten? Vielleicht noch einen Kommentar noch rein. Moment. Lionel problematisiert nur die Kriminalstatistik, aber auch mit einem wichtigen Hintergrund, nämlich dass der rechtsradikale Antisemitismus in der Kriminalstatistik auch problematisiert gehört, weil die Frage der Zuordnung problematisch ist. Er bezieht sich hier auf einen Hitlergruß beim Al-Quds-Tag, das dann als rechtsradikaler Antisemitismus in der Kriminalstatistik eingeordnet wird. Aber es geht, glaube ich, dahinter ist die Frage tatsächlich etwas größer nach diesen Statistiken. Das sind ein paar Stichworte erstmal, aber vielleicht, wir machen es doch nochmal anders, vielleicht, Hakan, kannst du aus diesen Stichworten eine klare Frage formulieren. Oh, wow, jetzt hast du mir einen Ball zugeworfen. Da muss ich jetzt ein bisschen jonglieren wahrscheinlich, um das zu sortieren.
Nee, aus diesen Stichworten etwas schwierig, aber ich wollte eigentlich nochmal in diese spannende Diskussion eben Antisemitismus gleich behandeln. Das war ja Ferdas Punkt. Da, ob wir da nochmal genauer drauf eingehen könnten, warum und wieso dieses Gleichbehandeln so wichtig ist. Saba, du hast ja da eine andere Position, eine Auffassung und wieso du denkst, dass wir da doch genauer hingucken müssen und dann differenzieren müssen, um das Problem angehen zu können. Soll ich mal reagieren? Gerne. Und dann vielleicht auch auf Savas? Genau. Also auf jeden Fall haben wir ein Problem. Also das ist genau das Problem, das wir auch haben, ist, dass wir nicht nur eine Schieflage in der Debatte haben, sondern eben trotzdem ja auch ein Problem mit Antisemitismus in verschiedenen Kreisen, also auf jeden Fall auch in migrantisierten und muslimisierten oder migrantischen und muslimischen Jugendlichen so und auch Erwachsenen natürlich. Und deine Frage war ja, wie gehen wir denn damit um, so unabhängig von der Schieflage? Und ich finde es eine super gute Frage. Also ich meine, was es geht, also wir leben in Deutschland und es geht nirgends, aber in Deutschland kann schon gar nicht sein, dass auf irgendeinem Schulhof Jude als Schimpfwort benutzt wird. Ich finde, das ist jedes Mal für mich noch so mindblowing und trotzdem Alltag. Deswegen brauchen wir da gar nicht drum rumreden. Was mich stört, und das ist ein bisschen das, was dann auf deine Frage eingeht, Hakan, ist, dass wenn wir über muslimischen Antisemitismus sprechen oder über die Herkunftsfamilien, Traditionen, was auch immer, dann lagern wir das Problem eben aus. Für mich sind es deutsche Kinder, deutsche Schulhöfe, deutsche Klassenzimmer. Es sind in Deutschland sozialisierte Kinder. So, dass dann zu Hause trotzdem eine Herkunftskultur, wobei ich echt schon auch Schwierigkeiten habe mit so pauschalen Kulturbegriffen und so, als wären irgendwie Iraner hätten eine Kultur, Türken hätten eine Kultur oder so, dass also hast du es gar nicht gemeint, glaube ich, oder hast du es noch nicht mal gesagt? Ich will das hier nur sozusagen einmal für die Audience auch noch mal gesagt haben. Aber deswegen finde ich, glaube ich, so, das sind aber Dinge, die PädagogInnen wahrscheinlich erarbeiten müssen und wo ich mich oft wundere, warum wir nicht schon viel, viel weiter sind, denn diese Phänomene sind ja bekannt. Oder vielleicht gibt es da auch Debatten, die mich als Journalistin oder als öffentlich interessierte Person noch nicht erreicht haben. Aber ich sehe nicht, dass wir da irgendwie krasse Konzepte ausgearbeitet haben, die im Einwanderungsland Deutschland Antisemitismus auf verschiedenen Ebenen angehen. So. Und das, finde ich, ist das Thema. Und darüber könnten wir auf jeden Fall, oder muss mehr geredet werden, beziehungsweise muss was passieren und gemacht werden. Was mich stört, ist trotzdem, dass statt etwas zu tun, wird darüber geredet. Beim Reden wird diese Schieflage erzeugt. Und das Problem wird ausgelagert. Also es wird eben nicht nur als muslimisch, sondern dann auch irgendwie ausländisch importiert. Das hat mit denen, das haben die mitgebracht. Nein, diese Kinder sind hier sozialisiert. Wenn wir es nicht geschafft haben, dass diese Kinder in Deutschland gelernt haben, was geht und was nicht geht, in unserem Konsensrahmen, dann haben wir auch einen Fehler mitgemacht. So. Das heißt nicht, also natürlich gibt es auch eine Eigenverantwortung, aber ich bin in Nürnberg auf die Schule gegangen und für mich war Antisemitismus, also ich habe Anne Franks Tagebuch gelesen und habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, weil ich dann noch ein Theaterstück gemacht habe und in der Schule hatten wir das, ich hatte Geschichte-Leistungskurs und für mich war Antisemitismus der Motor, mich heute mit Rassismus zu beschäftigen. Also und ich kann das auch nicht trennen und deswegen kann ich dich auch sehr gut verstehen, Saba, nur als du gesagt hast, dieses sozusagen gegeneinander ausspielen, ne? So, bei Muslimen reagiert ihr bei uns, anders, bei Juden reagiert ihr bei uns Muslimen nicht. Wie schwierig das ist. Ich versuche das auch manchmal, weil ich das Gefühl habe, man braucht es für diesen Klickmoment zu merken, bestimmte Dinge sind über Juden niemals sagbar, aber über Muslime Alltag. Und trotzdem ist das so gefährlich, weil einfach das ist ein anderer Kontext und das alles verinnerlicht zu haben und eben sozusagen deutsch sozialisiert zu sein mit dieser Geschichte, das finde ich ist so eine Grunderwartung, die ich habe und die eben offenbar sehr oft nicht geleistet wird. Da muss man gucken, warum. Es sind halt diese, also sorry, aber wenn ihr irgendwie 80-90% Kinder aus Einwanderfamilien zusammensteckt, dann noch irgendwie die unter sich immer noch das Gefühl haben, in der dritten und vierten Generation, ich nenne mich Ausländer und nicht Deutsche, also ich gehöre zu der Generation, die noch versucht, irgendwie das Deutschsein zu reklamieren. Die Jüngeren wollen das gar nicht mehr. So. Und das war ja auch, was du gesagt hattest, da kommt dann Rassismus auch nochmal sehr, das hat miteinander dann zu tun, aus dem Gefühl, selber rassistisch sozusagen gelabelt zu sein,
hat man dann nochmal, also dann bin ich halt Muslim, dann bin ich halt Ausländer und dann kommen diese Gruppenzugehörigkeiten, Identitäten und dann vielleicht auch manchmal, leider oft, auch diese Gruppenausgrenzung und Abgrenzung und antisemitische Muster, die mit übernommen werden. Aber das ist für mich, also mir wäre wichtig, dass wir das als deutsches Problem verstehen und nicht als aus dem Ausland gebrachtes ausländisches Problem, mit dem wir irgendwie ein Problem für die Ausländer finden müssen, eine Lösung meine ich. So. Kann ich dazu direkt was sagen? Genau, ja. Ich finde das ganz, ganz spannend und ich glaube, also einen Punkt, wo ich ein bisschen widersprechen würde, das ist nämlich, dass das eben nicht nur ein deutsches Problem ist deswegen, weil viele von ihnen ja nicht richtig in Deutschland angekommen sind. Und das hat halt einfach ganz viele Gründe. Aber das ist ja leider so. Das heißt, wir leben ja in diesen Parallelstrukturen und die finden ja auch immer doch de facto statt. Also das merken wir ja sogar wir, die ja so emanzipiert sind, trotzdem, dass wir immer wieder zur Zielscheibe gemacht werden, insbesondere auch mit Ressentiments aus eigenen Kulturkreisen. Die ist so emanzipiert, die redet zu viel über Religion, die redet über die Rolle der Frau, die hat das vor, die hat jenes vor. Das Hauptproblem für mich darin begründet liegt, dass viele dieser Jugendlichen eigentlich nie richtig in Deutschland angekommen sind. Und das haben wir gemeinsam zu verantworten. Also ich glaube, das reicht zurück bis zur Gastarbeitergeneration unserer Eltern und der Bildungsnotstand, der damals entstanden ist, der bis heute nicht aufgeholt worden ist. Und die zweite Wendung war ganz klar auch, dass wir das religiöse Leben in die Hände von Verbänden gelegt haben, die nicht transparent genug waren und wo auch viele sich dessen entledigt haben und wo dann sozusagen sowas wie eine Parallelstruktur entstehen konnte und auch ein Eigenleben, was sich dann ja auch bitterböse gerecht hat, verbunden mit dem Zustand, dass sie sozusagen auch Chancenbenachteiligung erfahren, ganz klar. Aber dass ich eben auch auf viele Jugendliche treffe, die das Gefühl haben, sie müssten sich entscheiden. Und dass sie das Gefühl haben, dass sie sich versündigen, wenn sie zu deutsch sind. Oder überhaupt das Wort Deutsch in den Mund zu nehmen und zu behaupten, dass man Deutscher wäre. Das ist also nicht so ausgeprägt. Also da sagt man dann eher, ich bin Hamburger, ich bin Berliner. Und dieses Staatsverständnis, das ist eigentlich nie richtig vermittelt worden. Also dass man türkisch und deutsch sein kann, muslimisch und deutsch, jesidisch und deutsch und so weiter. Das haben wir ja bis heute nicht hinbekommen und das hat natürlich fatale Folgen. Und zur Lebensrealität gehört eben auch, dass dann beispielsweise auch Lehrer überfordert sind in den Momenten, wo es zu einer Enthauptung kommt in Frankreich und man mit Schülern zu tun hat in der eigenen Klasse. Da haben sich wirklich Lehrer bei mir gemeldet, die sagen, die Solidarität meiner Schüler gilt dem Mörder, aber nicht dem Ermordeten. Ja? Und jetzt könnten wir sagen, was hat dieses Thema hiermit zu tun? Aber ich sehe deswegen Parallelen, weil ich glaube, dass wenn junge Menschen hier nicht ankommen und nicht verstehen, dass es nicht geht, dass wir zum Beispiel die Israel-Fahne verbrennen am Brandenburger Tor und dass das Existenzrecht sozusagen Israels aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, nicht verhandelbar ist, egal wo jemand herkommt, dass ich glaube, dass es auch ein Punkt ist, wo wir uns ein Stück weit einfach ehrlicher machen müssen. Und das ist vielleicht eine unserer Hauptaufgaben in den nächsten Jahren, wie wir es schaffen, dass die nachfolgende Generation nicht mehr so kämpfen muss, Ferda. Und du weißt, dass ich am Anfang auch ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, mit dem ich bin von hier. Wir haben ja danach auch nochmal darüber gesprochen und so weiter. Und ich sag mal, gerade auch in der Zusammenarbeit mit vielen Jugendlichen kann ich auch sehr, sehr vieles nachvollziehen. Aber mir geht es eben auch darum, dass wir es gemeinsam schaffen, auch eine Alternative aufzuzeigen, die auch Lust macht auf mehr. Also Narrativ. Was vermitteln wir denn für ein Narrativ? Gehören wirklich alle dazu? Und lohnt es sich überhaupt auch dann eben daran zu arbeiten? Und dass ich oft beobachtet habe, dass Radikalisierung und damit auch antisemitische Tendenzen oft entstehen, wenn es dann schon zu spät ist und wenn sich junge Menschen radikalisieren und sagen, wenn du mich nicht willst, dann will ich dich erst recht nicht. Und ganz kurz was bei dem Thema Zugehörigkeit. Ganz kurz, weil ich finde... Zugehörigkeit, sondern ja auch zu dem Thema, was ja Ferda angesprochen hatte, alle. Ja, das fand ich, ja genau, beides total spannend. Wenn du auf beide Sachen eingehen könntest, wäre super. Ja, ich will jetzt gar nicht so dagegen irgendwie die ganze Zeit sprechen, das ist ja dann eine doofe Rolle, aber okay, das ist das dann wieder. Ich finde, ich gebe euch so voll recht bei diesem Thema Zugehörigkeit, auf jeden Fall. Ich denke gerade drüber nach, was du meinst mit Jugendliche müssen erstmal hier ankommen. Also ich zähle mich selbst zu dieser Generation. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind hierher emigriert. Also ich weiß nicht, was mit ankommen genau gemeint ist. Wir sind ja eigentlich schon. Die werden anders gelesen. Okay, gut, das stimmt. Aber dann sind wir dann nicht eigentlich gerade bei einem anderen Thema? Also wenn
können wir darüber sprechen, wie werden Menschen migrantisiert sozusagen. Ja. Sie werden als andere gesehen und gehören nicht zum Kollektiv, zum Wir. Also Stichwort, von hier, das, was Ferda auch vorhin noch mal aufgezogen hat und so weiter. Absolut, wer gehört zum Wir, wer nicht, wer soll sich integrieren und so weiter. Ich finde, das ist ein anderes, also es ist ein anderes Thema, es ist ein anderes Paradigma sozusagen, wenn man sich das anschaut, worum es hier dann genau geht. Ich finde, ich muss sagen, ich kann nur daraus argumentieren oder erklären, wie ich das mache. Und ich finde das schwierig, wenn ich das Thema Zugehörigkeit aufgreife, wenn es um Antisemitismus geht oder um antisemitische Narrative. Ich weiß, es hat was damit zu tun, wenn ich über Ursache und Motivation spreche. Aber ich mache es vielleicht an meinem Beispiel fest. Also meine Eltern sind auch migriert. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich finde es schön, dass du von dir erzählt hast. Du hast das Tagebuch von Anne Frank gelesen. Ich oute mich. Ich war auch lange ein Fan. Deshalb habe ich irgendwann hier angefangen auch zu arbeiten, bin immer noch hier. Aber sozusagen, es hat irgendwas mit dieser Geschichte zu tun gehabt. Meine Eltern sind Geflüchtete. Ich konnte irgendeine Analogie in meinem Kopf sozusagen dort entdecken so und habe gedacht, das ist spannend, das ist spannend. Und so bin ich auch mehr zu diesen Themen gekommen. Ich kann das, also das finde ich irgendwie schön. Und was ich aber auch kenne, ist in dem Pass von meinem Papa, was abgelaufen ist, weil er inzwischen Deutscher ist, stand oben der einzige Satz, und ich kann mich sehr gut erinnern, ich glaube, ich konnte schon lange lesen, habe ich das mit 7 oder 8 gelesen, not valid in Israel. Jetzt überleg mal, was das bedeutet, sozusagen einfach diese Info, die ich hatte. Ich konnte mit dieser nichts anfangen, aber ich habe sie irgendwann 10 Jahre später, ist es mir wieder eingefallen. Das heißt, es geht nicht darum, was mir irgendwie erzählt worden ist. Im Gegenteil, ich bin sehr religiös aufgewachsen und da gab es eher andere Narrative über Juden und Jüdinnen. Aber deshalb auch zu der Frage, israelbezogener Antisemitismus spielt definitiv dort eine Rolle. Und es gibt Geschichten, die ich auch kenne, gelernt habe. Und die haben was mit einer Migrationsgeschichte in meiner Biografie zu tun. Und das meine ich mit benennen, worum es auch geht. Und dann ist das Thema Zugehörigkeit gerade irrelevant, weil das ist sozusagen etwas, was ich konkret erlebt habe und was ich, je weiter ich in dann Bekanntenkreisen und so weiter und so fort reingeguckt habe, anti-israelische Statements sind Normalität, auf jeden Fall. Nicht nur im muslimisch-migrantischen Milieu, aber wir sprechen ja gerade darüber. Also, dass die sozusagen insgesamt in Deutschland ein Problem sind, auch in nicht-muslimischen Kreisen, fair enough. Dafür gibt es genug irgendwie Thesen beziehungsweise Statistiken. Aber es geht ja jetzt genau um diese Frage Narrative in muslimisch-migrantischen, migrantisiert oder muslimisierten Milieus. Und die habe ich dort en masse kennengelernt, mit der Zeit, immer weiter. Und das hat aber das ändert sozusagen nicht diese Problematik mit Zugehörigkeit. Ich finde, das ist nochmal eine andere. Ich mache es weiter an mir fest. Ich habe auch die ersten interessanten antisemitischen Äußerungen auch im Schulhof kennengelernt von Svenjas und Johannes, die mir gesagt haben, oh, ich habe keine Lust mehr, über Nationalsozialismus zu reden, wir haben nichts damit zu tun. Und ich habe mir gedacht, so, was haben die überhaupt hergenommen? Wer hat denn was damit zu tun? Also das war alles sehr früh und man lernt viel mehr Narrative im Zweifel kennen, weil ich werde konfrontiert mit dem, was hier ist, mit dem, was sozusagen Narrative aus den Familien und so weiter und so fort, die man und man bastelt sich irgendwas zusammen, aber zumindest habe ich am Ende vielleicht, wie gesagt, sogar mehr als Herkunftsdeutsche und so weiter, die ganz andere Geschichten kennen. Und das beschreiben zu können, benennen zu können, finde ich total wichtig, um dann zu sagen, wie reden wir darüber und so weiter und was sind dann vielleicht auch Ursachen und etc. Also mir ist es wichtig, das ganz konkret irgendwie zu benennen, worum es geht. Und wo ich vollkommen zustimme, ist, es ist kein religiöses Problem. Ich habe einen so unglaublich spannenden Fall gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr zwei jetzt gleich anfangen zu schütteln, den Kopf zu schütteln, weil ich nicht mehr reden sollte. Ein bulgarischer Junge, der in einer religiösen Minderheit angehört hat, in Bulgarien, extrem religiös war, jeden Tag in die Moschee ist. Seine Eltern sind als Wirtschaftsflüchtlinge hierher gekommen nach Hessen, haben hier gearbeitet. Irgendwann durfte er dann hierher kommen. Während er auf seine Eltern in Bulgarien gearbeitet hat, hat er nur die Moschee besucht und hat bei seiner Oma gelebt. Als er hierher gekommen ist, ist er dann in eine I-Klasse gekommen, wo sehr viele afghanische und iranische Jugendliche waren, aus dem Irak. Und er hat mit denen zusammen dort festgestellt, ich als Minderheit, muslimische Minderheit, komme hier nicht weiter. Also die erkennen mich nicht so richtig als Muslim an. Das erste Mal hat er in dieser Gruppe gehört von Zionisten und Israel und hat dann schnell gemerkt, das, was hier funktioniert, ist ein Feindbild, das sind die Juden, denen gehört Western Union und denen gehört irgendwie was anderes. Er hat dann auch gesagt, es hat nichts mit Juden zu tun, es sind nur die Zionisten. Also die Differenzierung war ihm sehr, sehr wichtig. Dann ist er mit diesem Verständnis aufgrund sehr extrem guter Noten, ist er schnell in die, in Anführungsstrichen, normale Klasse gekommen
und hat dort Hitlerbildchen in die WhatsApp-Gruppe geteilt, irgendwelche Videos mit, was passiert mit Palästinensern hier und da, hatte an einem Tag sich schlecht rasiert, ein Photoshop-Bild gemacht mit Hitler und ihm nebeneinander und sagt, guck, ich sehe fast aus wie Hitler. Dann ist die Lehrerin durchgedreht, hat schnell die Polizei gerufen. Am nächsten Tag war schon die Polizei, bevor er in die Schule ankam, stand schon sozusagen am Schulgelände. Und diese ganze Geschichte ist für mich, hat so viele Analyseebenen. Auf jeden Fall die eine, religiös-muslimisch sein heißt schon mal gar nicht, ich bin antisemitisch. Es ist kein also es ist nicht ein per se religiöses Problem, sondern es ist, es sagt viel mehr aus über Antisemitismus, weil Antisemitismus ein Kollektiv bildet, und ich kann nach oben schauen. Ich fühle mich ohnmächtig, es sind die da oben, ich kann nichts tun. Es ist voll einfach, gegen die zu sein, weil wenn ich in meiner Situation gerade nichts ändern kann, kann ich sagen, die da oben sind schuld. Das ist ja anders als im Rassismus, da gucke ich nach unten. Und dann wird auch so viel klar im Umgang miteinander. Bei denen war das irgendwie normal, das war so eine Milieufrage, so die Peer. Und dann woanders, in der in Anführungsstrichen deutsch-deutschen Klasse, ist es plötzlich ein Riesenproblem, oh mein Gott, und dann steht die Polizei vor der Tür. Wo ich sagen würde, hochproblematisch, dass man mit Sicherheitsbehörden reagieren muss, wenn da sowas passiert. Ich höre kurz auf. Ja. Ich habe eine Frage dazu. Also ich sage mal, die Tatsache, dass Religion und dass es ein Religionsverständnis gibt, was durchaus unterscheidet zwischen dem eigenen und dem anderen, wo auch Minderheiten, das gilt sowohl für die Jesiden als auch für die Juden, dann zur Zielscheibe gemacht werden, den gibt es ja doch schon. Also dann hat das zwar nichts konkret mit der Religion zu tun, aber zumindest wird sozusagen die Religion dafür missbraucht, mit weitreichenden Folgen. Das hat man ja zum Beispiel auch erlebt 2014 im Irak, als die Jesiden enthauptet, vergewaltigt, versklavt wurden. Und es geht um die Entstehung von Feindbildern. Und die Tatsache, dass Juden verfolgt werden, seitdem es sie gibt, und da wird sich natürlich auch rein historisch immer wieder auch religiöser Bilder bedient, wo genau das passiert. Und das machen ja jetzt auch weltweit Despoten, die da plötzlich auch einen Antisemitismus wieder aufkeimen lassen, den es bei der Zivilbevölkerung so konkret habe ich ihn nicht erlebt. Aber damit wird Politik gemacht. Also Kriegsführer haben sich das schon immer zunutze gemacht, machen sich es wieder zunutze. Und deswegen finde ich das ja auch ganz spannend, was gerade auf der anderen Seite in Saudi-Arabien passiert. Und wie es da auch zu Annäherungen kommt zwischen den Staaten, wo ja auch ganz viele überfordert sind und plötzlich denken, war das alles nur ein Spiel? Ja? Habt ihr uns eigentlich die ganze Zeit nur benutzt und jetzt passt es doch wieder? Also insofern glaube ich schon, dass man nicht sagen kann, dass es nichts mit Religion zu tun hat, sondern dass es schon auch darum geht, wie sozusagen Religionsverständnisse das für sich definieren. Ob es nur das einzig Wahre geben kann und dann findet alles andere nicht statt und wird der dann sozusagen im schlimmsten Fall eben auch noch getötet, enthauptet, konvertiert. Das passiert ja auch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht nihilieren können, aus meiner Sicht. Ich glaube, irgendwie zu diesem Religionsaspekt, und es trifft sich mal wieder, dass genau jetzt das Gebimmel von draußen es noch schwieriger macht, die Gedanken klar zu formulieren. Intervention, Jo. Ja, richtig. Naja, gut, aber ich meine, Religionsgemeinschaften haben ja nun auch einmal ein gemeinsames Charakteristikum, nämlich dass es in jeder Religionsgemeinschaft ausschließende Mechanismen gegenüber anderen gibt, die auch Teil der Identitätsbildung sind. Die Frage von, deshalb ist mir sozusagen dieser Begriff des Missbrauchs immer nicht so ganz recht, weil der so ein bisschen dieses Charakteristikum von Religion und Religionsgemeinschaften so ein bisschen überdeckt, der da ist, aber der eben auch einer Interpretation bedarf und auch einer Anpassung und Hinterfragung aus der jeweiligen Community, aber nicht nur, sondern auch von Seiten unserer gemeinsamen Gesellschaft. Ich sehe nur, wir haben 18.02 Uhr und das bedeutet, dass unsere Stunde miteinander schon vorbei ist. Wir haben natürlich überhaupt nicht einen Punkt finden können. Ich will aber gleich, bevor ich euch nochmal reinhole, will ich doch zumindest nochmal auf die Facebook-Kommentare eingehen. Leila sagt, nicht hier angekommen, finde ich ein wenig problematisch. Ich habe den Eindruck, die Jugendlichen sind viel
zu sehr angekommen. Die haben wie ihre herkunftsdeutschen Freundinnen ihren Guido Knopp inhaliert. Ihr Kenntniswissen stammt genau aus diesen reißerischen deutschen Sendungen. Sie verbalisieren, somatisieren ihr Wissen nur anders. Das eine Position, ich schaue noch mal kurz weiter in die Kommentare rein. Es wird wieder mal viel nach Definitionen gefragt. Da will ich immer eher sagen, bitte schaut euch die Publikationen unserer Gäste an, mit welchen Definitionen sie selbst arbeiten. Für Definitionsklärungen bleibt uns hier in der Regel einfach keine Zeit. Aber ganz wichtige Fragen und nicht nur einmal gestellt, ist die, okay, aber wie geht's jetzt weiter? Also wieder diese Bildungsfrage. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben, und das gleich zu Beginn, eben diese 10-20%, die gelten ja auch nach diesem Gespräch. Und es gibt unterschiedliche Formen und auch Ausgestaltungen, kontextabhängige Ausgestaltungen von Antisemitismus gibt, muss es ja auch dann kontextabhängige Bildungsmöglichkeiten geben, mit dem Problem des Antisemitismus umzugehen. Und ich würde gerne, weil Bildung ja unser Thema ist, gerne zum Abschluss nochmal alle drei um zumindest Ideen kurz bitten, die Sie entwickelt haben, über die Sie sich Gedanken machen, die Sie zum weiteren Nachdenken uns mitgeben möchten. Und ich würde Ferda dich bitten, zu beginnen. Und ich schaue auf die Uhr und lasse dann dir, Saba, und dir, Düsen, dann jeweils die Hälfte der Zeit, die Ferda genutzt hat. Nicht fair. vielleicht zunächst noch einen Satz. Zugehörigkeit sehe ich auch gar nicht so als primären Kontext, sondern eher, dass wir das Thema nicht als ausländisches Thema betrachten, sondern als unser inländisches Hausgemacht in gewisser Weise als Schlagwort. Das wäre mir wichtig, weil ich glaube, erst dann können wir, also wird man sich hinsetzen und das eben auch als Thema der Kultusministerkonferenz verstehen und so weiter und so fort. So, und nicht als irgendwie kulturell in Submilieus. Also mit Blick auf Bildung zum einen wäre mir wahnsinnig wichtig, dass man sich nochmal anguckt, wo wird erstens Bildung ist der Schlüssel, zumindest perspektivisch. Das kann man, glaube ich, also da sind wir uns wahrscheinlich alle einig oder zumindest einer der zentralsten Schlüssel. Und da wäre wichtig, sich anzugucken, wo kommt Antisemitismus, aber auch Rassismus vor? Ist das Teil der Allgemeinbildung oder ist es nur historisch abgeschlossen, sozusagen damals bei den Nazis war das so und so und wenn ihr das wisst, dann wisst ihr alles, was ihr über Antisemitismus wissen müsst, weil so ist es nicht. Und ich glaube, die Ansätze, was inhaltlich an Wissen vermittelt werden muss, müssen, vermute ich, keine anderen sein, milieuspezifisch, community-spezifisch, aber es ist wichtig, dass Lehrkräfte die Codes erkennen können und die sind natürlich in verschiedenen Milieus unterschiedlich oder in verschiedenen Communities. Also Antisemitismus kann so klingen, kann aber auch so klingen. Ne? Ist es die Schlussstrichdebatte oder ist es eben doch irgendwas im Kontext von Israel, Existenzrecht, überhaupt Nahost so? Oder es gibt noch weitere. Und die erkennen zu können, der türkische Antisemitismus, nochmal spezieller. Und dann ist auch nochmal interessant, sich eben diesen kemalistischen anzugucken und den anderen. Die haben so ihr Wording. Und das müssen tatsächlich Lehrkräfte, das ist mit Sicherheit aufwendig, aber den müssen sie erkennen können, sonst können sie da ja gar nicht darauf reagieren und darauf eingehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall notwendig ist. Und da ist es auch nochmal wichtig, sich die Hintergründe anzugucken, von denen Saba nur und Düsen gesprochen haben. Gut? Kriege ich ein Sternchen? Also für die Kürze der Zeit. Die zeitliche Vorgabe steht also. Saba, Düsen, ihr habt genau 90 Sekunden Zeit. Das ist doch hervorragend. Vielleicht fangen wir mit dir an, Düsen. Ja, also wir versuchen eigentlich das, was wir jetzt hier besprechen, auch wirklich vorzuleben jeden Tag. Und das fängt damit an, dass all unsere Projekte multiethnisch und multireligiös sind. Sowohl im Irak als auch hier in Deutschland. Und ich sage das deswegen so bewusst, weil das nicht einfach ist. Also wir sind auch aus der eigenen Community angegriffen worden, als wir muslimische Frauen in die Projekte geholt haben für die Behandlung der Frauen aus der US-Gefangenschaft.
Das heißt, es geht darum, diese Ressentiments im Alltag ganz konkret zu bekämpfen, indem wir andere Räume schaffen und Möglichkeiten. Und es geht auch darum, dass wir Teil dieser Narrative werden, dass wir letztlich auch jungen Menschen dabei helfen, sich zu empowern, Perspektiven zu finden, Wege zu finden, sich auszudrücken. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass dort, wo Chancen sind, auch weniger Raum ist für Frustration und Feindbilder. Also es geht darum, dass wir aktiven Beitrag dazu leisten, mit German Dream, aber auch mit Havar, diese Entstehung von Feindbildern zu verhindern. Und dafür muss man, auch wenn das pathetisch klingt, dafür muss man in den Dialog. Gut, dann ergänze ich, weil was es auf jeden Fall unbedingt braucht, ist, dass auch Erwachsene in den Fokus genommen werden. Das sind ja auch die, die wählen dürfen im Moment. Aber andersrum. Ich stimme dem vollkommen zu, dass Jugendliche, dass Jugendliche da ernst genommen werden müssen in ihrer Pluralität, in ihrer Heterogenität. Noch wichtiger ist es aber auch eben mit Lehrkräften selbst dazu zu arbeiten, also weil es eben eine übergreifende Problematik ist, das auf jeden Fall, zu Antisemitismus ganz generell. Ich würde auch sagen, Ungleichwertigkeitsideologien müssen eigentlich so richtig in die Schule als Schulfach, das wünsche ich mir sehr, dass es ein konkretes, ernsthaftes Thema ist, was wirklich als Querschnittsthema bearbeitet wird und dann auch in die breite Gesellschaft darüber hinaus. Das ist mir sehr wichtig, also gar nicht nur den Fokus auf, ich mache hier pädagogische Arbeit, aber je mehr ich sie mache, deshalb mehr eher stelle ich fest, da wird viel gemacht und investiert. Wir müssen tatsächlich auch in andere Bereiche gehen, in Branchen, die eigentlich mit diesen Themen offiziell nichts zu tun haben, aber wo eben auch Menschen sind, die Antisemitismus und antisemitische Einstellungen verbreiten. Das ist sozusagen der Low-Level-Einsatz erstmal, Antisemitismus. Und das andere, das vielleicht sind die 90 Sekunden vorbei, aber selbstverständlich braucht es Ressourcen erstmal und dann auch Konzepte. Ich mache das nämlich so rum, nicht Konzepte und dann Ressourcen, sondern erst Ressourcen und dann Konzepte innerhalb der muslimischen Community, wie auch immer sie organisiert ist, religiös und nicht religiös, Konzepte zu entwickeln, um gegen Antisemitismus zu arbeiten. Wunderbar. Dann darf ich erst einmal dein Lob aussprechen für das Einhalten der 90 Sekunden. Gleichzeitig darf ich auch schon mal mich bei den ZuschauerInnen, bei den StipendiatInnen und Ehemaligen, die ich auch in den Kommentaren gesehen habe, ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder dabei wart bei unserem heutigen Live-Talk. Der nächste dann im Januar. Und wir arbeiten natürlich auch entsprechend weiter. Unser Dank gilt aber natürlich unseren Gästen heute, Savanur Shima, Ferda Ataman und Düzen Tekal. Ganz herzlichen Dank euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Räume schaffen, Diskurse mitgestalten, miteinander sprechen, diskutieren, streiten. Ich kann da gleich einige Sachen aufgreifen. Das sind natürlich auch Charakteristika der Zusammenarbeit zwischen Elis und Avicenna. Und aus dieser Erfahrung, das eben auch schwierige und schmerzhafte Themen miteinander zu sprechen, ist auch eine gegenseitige Stärkung möglich. Und das ist immer sozusagen auch die Erfahrung aus unserer Arbeit miteinander. Ich kann das nicht abschließen, ohne noch einmal kurz auf das Buch zu verweisen, das für die, die sich für die praktische Seite jüdisch-muslimischer Zusammenarbeit muslimisch-jüdischer Zusammenarbeit interessieren, tatsächlich ganz konkrete Hinweise geben, wie man die vielen Felder miteinander bearbeiten kann. Und auch viele Bereiche, die in den Kommentaren aufgekommen sind, werden auch in dem Band aufgegriffen und es wird auch da ein bisschen auf Definitionen eingegangen. Aber das soll dann auch reichen. Es kam der Hinweis, dass wir gegen das Bimmeln anleuchten sollen und das nehmen wir hier im Elis-Haus natürlich ernst. Deshalb steht die Chanukia auch bereit. Liebe Ferda, liebe Düzen, liebe Sava, noch einmal ganz herzlichen Dank euch dreien. Hakan, dir wie immer ganz herzlichen Dank. Möchtest du noch irgendwas mitteilen? Ich danke einfach nur der Runde. Ich danke dir und Elis für die Initiative und für die Einladung und wünsche dir, deinem Team und euren Stipendiaten auch ein schönes, frohes Fest. Happy Hanukkah oder Hanukkah Sameh. Und alles Gute. Genieß die Feiertage. Danke dir. In diesem Sinne allen noch einen schönen Abend dann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.